mich ein bisschen beziehen. Ich habe natürlich nach diesem privaten Besuch Chinas 1979 schon in der Politik stehend einige Stadien meines Lebens durchlaufen. Also ich war lange Zeit Staatssekretär im Bundeskanzleramt bei Bundeskanzler Kreisky und ich war dann in weiterer Folge auch 2,5 Jahre Gesundheitsminister und dann in noch weiterer Folge fast 7 Jahre einmal Innenminister. Und zum Beispiel meine Tätigkeit als Kanzleramtsminister in weiterer Folge nach dem Staatssekretär war von, ohne dass ich Zuständigkeiten hatte, immer wieder von wirtschaftlichen Fragen natürlich begleitet. Und da sind wir dann im Laufe eines offiziellen Besuches, da waren einige Politiker dabei, Parlamentsabgeordnete und einige Leute aus der Wirtschaft, wie zum Beispiel Herr Schenz, der damals Generaldirektor der österreichischen Mineralölverwaltung war, also der OMV, mit dabei und da haben wir China besucht und waren nach dieser Reise, ich im Besonderen, die anderen waren ja erst später in China als ich, sehr beeindruckt von dem wirtschaftlichen Aufschwung, den China zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Für mich war das besonders ein prägsam, weil ich eigentlich von Besuch zu Besuch in China jedes Mal, und da waren Zeiträume zwischen 2, 3 Jahren dazwischen, jedes Mal völlig, würde man in Wien sagen, von den Socken war, was sich innerhalb kürzester Zeiträume hier geändert hat.